Willkommen zurück zu Lost Lands and Captivity im Bonuskapitel. Wir müssen zu Dodo. I'm scared. Don't be afraid. Dodo is kind. Okay. Sie das sagt. Hey, Dodo. Meet my friend Jocko. Hey. Will Jocko and Ghana play with Dodo? Yes, we came to play with you. We have a board game. Dodo is happy. Dodo has real friends. Wait, Dodo, we have a request. We will play with you, and you will let us through to the funicular. Will Jocko and Ghana leave, Dodo? Kiana will leave. Jocko will stay. Dodo, I will come from time to time and play different games with you, if you stop torturing random travelers. Dodo agrees to anything. Then let's play. Okay. Bewege die Chips an Orte mit derselben Farbe. Vergiss nicht, dass es mehrere Spieler gibt. Oh nein, auch andere Spieler verschieben die Chips. Ja. Dodo makes a move. Das ist schön, Dodo. Hey, Dodo! Okay, Dodo, good move. Dodo plays with friends. Stop it, Dodo! Lass das, ach du meine Güte, ja, okay. Darauf muss ich auch noch achten. Toto! Jocko, I suggest you be patient and accept Toto's rules. Ja, wie mache ich das denn am besten? Ja, ja. ich will den hier mal eben raus haben. Das war blöd. Das war blöd. Okay. Die haben wir schon mal. Nicht machen. Das ist voll unfair. Lass das. Das bleibt, wo es ist. So. Sehr witzig. Wirklich sehr witzig. So, warte mal.
Ach Mensch, Toto, was machst du denn hier? So, dann haben wir den. Der ist drin. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen hakelig, ne? Ja, das hast du gut gemacht. Den wollte ich sowieso schieben. So. Wunderbar. Ghana, go. Thanks, friends. Hope to see you again. I hope you help your capitans. Mhm. Gucken wir mal. The only thing that's left is to go down in the funicular to the riverbank. Ja, aber vorher schauen wir uns hier selbstverständlich erstmal um. Ich muss die Kiste irgendwie öffnen, da könnte etwas Nützliches drin sein. Okay. Wie soll das gehen? Nichts funktioniert. Ein Deckel ist fest verschlossen. It looks like a scheme of some kind of mechanism. Mhm. Eine Kette. Oh Gott, was? Ja. Oh, ich ahne. Da fehlen aber noch einige. Das hier mitnehmen, aber wahrscheinlich erst später. Wo finde ich denn den Rest? Hier haben wir noch eins. Trockenes Gras. Besser nicht. Habe ich mein Messer nicht mehr. Nein, hier liegt bestimmt noch irgendwo ein. Okay. Was? Irgendwas blockiert den Starthebel. Kann ich sehen, weil alles stark mit Gras bewachsen ist. Oh, wirklich? Ah, ich verstehe. Hier. Da haben wir noch eins. Da und da. So, eins fehlt. Glaube ich auch eins sein. Also ist überall, alles klar. Moment. Oh Gott, Leute. Ja. Das Richtige.
Okay. Nein. Nein, nein, nein. Also warte mal. Wir umwickeln hier. Dann geht der hier hoch. Dann geht der hier doch weiter, oder nicht? Dann muss ich zu dem Großen. Warte. Ich schaff das. So, so. So. Ja, jetzt? Nein, immer noch nicht. Nach der Zeichnung zu urteilen, ist die Maschine mit einer speziellen Kette mit Winde verbunden. Achso, ja klar. Müssen das ja noch zusammenbauen. So, jetzt aber. Nein, das geht immer noch nicht. Oh. Here it is! The very place from my vision! Yay! So, das nehmen wir mit. Haben wir hier sonst noch irgendetwas? Ich weiß, wir müssen was in den Fluss geben. Tja, dann tun wir das doch, würde ich sagen. Liana! Tja, und den Rest kennen wir. Gut, und damit sind wir dann auch durch mit Lost Lands, dem 8. Teil aus der Reihe. Hat mir gut gefallen. Ich frage mich immer noch, ob das wirklich ein Traum war. Oder, ja, oder eben nicht. Ja gut, kann ja sein. Wir haben bis jetzt nicht wirklich das Gegenteil davon gesehen. Naja, okay, ich bin gespannt, ob da ein weiterer Teil kommt. Oder was überhaupt von 5BN kommt. Ich mag ehrlich gesagt alle Reihen sehr gerne. Wobei Lost Lands schon besonders hervorsticht, finde ich. Also wahrscheinlich auch, weil man schon so viele Teile hinter sich hat mit Susan und mittlerweile ja auch mit ihrem Sohn. Okay, alles klar. Dann danke ich fürs Zusehen und wenn man mag, darf man beim nächsten LP gerne wieder einschalten. Tschüss!